Herzlich willkommen zu unserem Videoimpuls hier im Härtner Schlosspark an den Teichen, wie man ja so schön sieht. Gerne gehen meine Frau und ich immer wieder hier spazieren. Manchmal einfach nur so, um den Kopf frei zu bekommen. Und immer wieder nimmt uns dann dieses Wasser des Teiches gefangen. Wenn man hier auf dem Steg ist, auf der Bank sitzt, dann beruhigt dieses Wasser einfach uns, lässt einen runterfahren, durchatmen und die Dinge sortieren, die bei uns in Unordnung geraten sind. Und viel Unordnung erfahren wir. Manches befindet sich nicht mehr dort, wo es eigentlich seinen Platz hätte. Ja, wir haben manchmal den Eindruck, diese Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Dürre und Hungersnot in vielen Teilen dieser Welt, besonders Madagaskar, liegt uns ja als Kirchengemeinde im Moment am Herzen. Hitze und Trockenheit in Skandinavien, in Russland, am Nordpol sogar, Brände im Westen Amerikas und Kanadas, Fluten bei uns hier in Deutschland, Drohgebärden, Gewalt, Krieg an allen Enden und Ecken dieser Erde, Polarisierung der Gesellschaft und Misstrauen, Sorgen um die Zukunft im eigenen und ganz persönlichen Leben. Und all in diesem Wirrwarr suchen wir nach einem Ordnungsfaktor. Und dann sitzen wir hier auf der Bank und hängen unseren Gedanken nach. Wie bekommen wir Ordnung in unser Leben? Thank you.
Gott, so vieles treibt uns momentan um. So vieles passiert im kleinen und persönlichen Bereich, aber auch im großen Geschehen dieser Welt. Manches lässt uns sorgenvoll schauen. Anderes versetzt uns in helle Aufregung, macht Angst. Wo soll alles noch enden, so fragen wir manchmal. Und darum bitten wir dich, Gott, lass uns alles, was uns umtreibt und nicht zur Ruhe kommen lässt, in deine Hände legen. Aber befreie uns zugleich, auch gestaltend und unterstützend in dieser Welt tätig zu werden. Amen. Ich möchte etwas lesen aus dem Anfang der Bibel, aus dem Buch 1. Mose aus der Genesis, die Schöpfungsgeschichte, ein paar Teile, ein paar Zeilen daraus. Zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, wuchs noch nichts auf der Erde. Es gab keine Sträucher auf dem Feld und auch sonst keine Pflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte noch keinen Regen auf die Erde fallen lassen. Es gab auch keine Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Wasser stieg aus der Erde auf und tränkte den ganzen Erdboden. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub und vom Erdboden. Er blies ihm den Lebensatem in die Nase, und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Wie bekommen wir Ordnung in unser Leben angesichts der vielen Dinge, die aus den Fugen geraten sind? Erfahren wir nicht immer mehr, dass uns Dinge aus der Hand genommen werden, von denen wir dachten, wir hätten sie fest im Griff? Oft sitzen wir abends ratlos vor dem Fernseher und staunen, was alles in dieser Welt geschieht und in Unordnung geraten ist. Da erleiden einerseits Menschen die schlimmsten Momente ihres Lebens, wenn Wasserfluten ihre Häuser zerstören und ganze Existenzen vernichten. Andererseits strömen sogenannte Fluttouristen in die überschwemmten Gebiete, um sich am Leid der anderen zu ergötzen. Oder noch schlimmer, Diebe brechen in die verlassenen Häuser einfach ein, um den Fitsch ihres Lebens zu machen. Da ist ein Paar Zeit seines Lebens glücklich und plötzlich stirbt einer von beiden, alles gerät aus den Fugen. Das Leben verliert seinen Sinn. Alles schien in bester Ordnung. Die Schule gelang, ebenso die Ausbildung und der Beruf erfreut. Und dann ereilt den jungen Mann eine seltene Erkrankung. Die ganze Lebensperspektive trübt sich ein. Wie soll das Leben mit dieser Diagnose weitergehen? Wenn wir hier so an diesem Teich auf der Bank hier im Schlosspark sitzen und unseren Gedanken nachhängen, dann erinnere ich mich gerade angesichts dieser Situation gerne eben an diese ersten Seiten in der Bibel, an diese Schöpfungsgeschichte, die wir eben gehört haben. Auch sie erzählt ja und sie benutzt auch dieses Wort von diesem Tohu Wabohu, von der Unordnung von Beginn an. Und dann erzählt sie eben auch von der dann gelungenen, wunderbaren Erschaffung dieser Welt. Aus Unordnung, so können wir es in diesen ersten Seiten der Bibel erfahren, aus Unordnung schafft Gott Ordnung. Aus Chaos Kosmos und setzt am Ende den Menschen als pflegendes und hegendes Wesen über sie ein. Der Mensch, das ist unsere Aufgabe, soll Ordnung halten und er soll Ordnung bewahren. So sagt es Gott, so hat er ihn geschaffen. Ordnung stellt sich ein, so verstehe ich diese Schöpfungsgeschichte, wenn wir Menschen pflegen und hegen, wenn wir Menschen bebauen und bewahren. Ja, ich kann diesem
Gedanken folgen. Ich erlebe es ja immer wieder, wenn ich hier sitze an den Teichen und eben hier über das Wasser schaue. Dieses Wasser, es strahlt Ordnung und Ruhe aus, die sich dann auf mich überträgt, bei mir selbst entsteht. Ja, Seelenpflege betreibt sozusagen dieses Wasser, dieser Teich bei mir, so wie Gott es bei sich gemacht hat am siebten Tag nach sechstägigem Wirken. Ja, und dann sehe ich es, so als wenn dieses Wasser auf einmal ganz klar wird. Ordnung stellt sich auch ein, wenn ich helfe, wo die Menschen, die den Flutopfern beistehen und mit anpacken, aufräumen. Ordnung stellt sich ein, wenn ich abgebe von dem, was ich sowieso zu viel habe und es mit anderen teile. Ordnung stellt sich ein, wenn ich beistehe und tröste, wenn ich mich Menschen zuwende und sie ermuntere, wenn ich mich zurücknehme in meinen Ansprüchen, wenn ich bescheidener werde und danach frage, was tut dieser Welt gut und letztlich auch mir. Es ist schon komisch, wenn man auf der Bank, auf dieser Bank hier an den Teichen im Schlosspark sitzt, auf das Wasser schaut und dann so ins Nachdenken kommt, wie Wasser doch auch vieles zerstören kann, aber auch, wie sehr es mit seiner beruhigenden Wirkung Gedanken ordnet und neue Perspektiven für unser Leben schafft. Amen. Wir wollen miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir wieder in diesen Tag, in diesen Sonntag hinein mit dem Segen Gottes. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.